Willkommen in Westholm. In eurer königlichen Stadt leben zuverlässige und fleißige Siedler, die unter eurer Herrschaft glücklich und zufrieden sind. Von hier aus könnt ihr eure Ritter entsenden, um den Siedlern in fernen Ländern beizustehen und euer Reich zu vergrößern. Mit ihrer Hilfe könnt ihr es schaffen, das ganze Königreich in neuem Glanz wieder auferstehen zu lassen. Euer Majestät, ich bin Lord Marcus und dies ist Lady Alandra. Wir danken euch, dass ihr uns zu euch gerufen habt. Wir sind stolz darauf, in euren Diensten zu stehen. Wir möchten euch auf ein Problem aufmerksam machen. Wählt einen von uns, um sich dieses Problems anzunehmen, sobald ihr meinen Bericht vernommen habt. Banditen überfallen die Händler in unserem Königreich. Ihr werdet diese Karte wiedererkennen. Sie zeigt die königliche Stadt in Westholm, unsere Heimat. Wir haben Berichte erhalten, wonach Banditen die Händlerkarren auf der südlichen Handelsroute überfallen. Lady Alandra und ich schlagen deshalb vor, dass einer von uns beiden an dieser Stelle eine Siedlung in der Nähe der Handelsroute errichtet. Eine Siedlung dort wird die Händler schützen und die Banditen in Schach halten. Schickt mich, Majestät! Ich werde diese Gesetzlosen ihrer gerechten Strafe zuführen. Euer Majestät, Marcus ist jung und mutig, gewiss. Doch in diesem Fall solltet ihr lieber auf meine Erfahrung vertrauen. Ich bestärke die Siedler in ihrem Glauben und sie spenden mehr Gold in der Kollekte. Ich benötige weniger Gold, um Bataillone zu rekrutieren. Die Soldaten brennen darauf, für mich zu kämpfen. Ich erwarte eure Entscheidung, Euer Majestät. Willkommen bei Die Siedler. Ich habe mir erlaubt, unsere Mission vorzubereiten. Bitte drückt die hervorgehobene Schaltfläche, um fortzufahren. Die Übersichtskarte rechts zeigt das ganze Missionsgebiet. Die Grenzen der Territorien sind als farbige Linien eingezeichnet. Ihr könnt auf die Übersichtskarte klicken, um die Kamera an eine andere Stelle zu bewegen. Zoomt heraus, indem ihr das Mausrad rollt. Drückt den mit. Hier bin ich. Sehr gut. Lasst uns fortfahren. Um mir Befehle zu erteilen, müsst ihr mich zuerst anwählen. Bewegt den Mauszeiger. Ihr könnt mir einen Marschbefehl erteilen, indem ihr an die Stelle rechts klickt, an die ich mich bewegen soll. Das war leicht, nicht wahr? Als nächstes begeben wir uns zu Lord Marcus. Er befindet sich in der Nähe des Südtors von Westholm. Schon unterwegs. Ganz wie ihr wünscht. Jawohl. Seid gegrüßt, Lady Alandra. Ich wünschte, ich könnte mit euch kommen, um es diesen Banditen mit gleicher Münze heimzuzahlen. Ihr müsst eine neue Siedlung errichten und so dieses Gebiet sichern. Die Banditen haben in den letzten Monaten etliche Händler überfallen. Es gibt hier eine alte Burg, die wir als Basis verwenden können. Ihr findet sie, wenn ihr diese Straße nach Süden nehmt und dann dem Pfad nach Westen folgt. Schon unterwegs! Auf euren Befehl! Schon unterwegs! Ah, ein Ritter. Gut, dass ihr von unserer Majestät geschickt wurdet. Die alte Burg liegt westlich von hier. Folgt einfach dem Pfad. Auf euren Befehl! Auf euren Befehl! Jawohl! Befehl verstanden! Wählt den Marktplatz durch einen Klick mit der linken Maustaste an. Dies ist der Marktplatz. Eure Siedler kommen entweder hierher, um zu feiern oder um euch zu zeigen, dass sie unzufrieden sind. Dies ist unsere Burg, in der unser Gold gelagert wird.
Die Goldmenge wird am oberen Bildschirmrand neben dem Ruf der Stadt angezeigt. Wählt nun das Lagerhaus an. Dies ist unser Lagerhaus, in dem wir Rohstoffe aufbewahren. Die vorhandenen Rohstoffe werden am oberen Bildschirmrand angezeigt. Der Ruf unserer Stadt wird am oberen Bildschirmrand angezeigt. Derzeit ist er sehr niedrig, aber wenn unsere Stadt wächst, wird auch ihr Ruf sich verbessern. Ruf das Menü Stadtinformationen auf, indem ihr die hervor... Das Menü Stadtinformationen zeigt die Anzahl der Siedler, Ehefrauen und Soldaten in eurer Stadt an. Wenn ihr abermals auf die Schaltfläche klickt, schließt ihr das Menü wieder. Öffnet die Goldübersicht am oberen Bildschirmrand. Die Goldübersicht zeigt die monatlichen Steuern und den Sold eurer Truppen. Später könnt ihr diese Werte einstellen. Schließt dieses Menü, indem ihr abermals die Schaltfläche anwählt. Öffnet die Rohstoffübersicht am oberen Bildschirmrand, indem ihr die hervorgehobene Schaltfläche anwählt. Die Rohstoffübersicht zeigt alle Rohstoffe im Lagerhaus an. Holz und Stein, die zum Bauen benötigt werden, werden immer neben der Schaltfläche angezeigt. Ihr könnt das Menü schließen, indem ihr abermals die Schaltfläche anwählt. Beginnen wir damit, unsere Siedlung zu errichten. Das Baumenü befindet sich am rechten Bildschirmrand. Wählt in diesem Menü nun das Rohstoffgebäudemenü an. Sehr gut. Als erstes benötigen wir Holz, um eine Stadt aufzubauen. Wählt deshalb das Symbol mit der Holzfällerhütte. Wir sollten an einer günstigen Stelle eine Holzfällerhütte errichten. Die Fläche bei den Bäumen östlich des Marktplatzes wäre ideal. Neue Siedler kommen aus dem Lagerhaus. Der Holzfäller ist unterwegs, um sein neues Gebäude zu errichten. Ihr könnt zusehen, wie er es baut und danach die Arbeit aufnimmt. Arbeit macht Siedler hungrig, auch unseren Holzfäller. Damit die Siedler Nahrung erhalten, müssen wir eine Jägerhütte nahe des Wildes bauen, das westlich des Marktplatzes lebt. Unsere Siedler essen kein rohes Fleisch. Wir müssen eine Metzgerei in der Nähe des Marktplatzes errichten, um Wurst herzustellen. Sehr gut. Die grundlegenden Gebäude sind nun errichtet. Der Jäger wird das Wild erlegen und den gewonnenen Rohstoff ans Lagerhaus liefern. Der Metzger holt das Tierfleisch aus dem Lagerhaus und verarbeitet es in seiner Metzgerei zu Wurst. Die Wurst wird anschließend im Regal vor seinem Haus gelagert. Hungrige Siedler gehen zu einem Nahrungsmittelerzeuger wie dem Metzger, um dort etwas zu essen zu bekommen. Gibt es keine Nahrung, streiken die Siedler auf dem Marktplatz, wodurch der Ruf der Stadt leidet. Exzellent! Wie ihr wisst, erscheinen neue Siedler, sobald Gebäude errichtet werden. Dies gilt auch, wenn ein schon vorhandenes Gebäude ausgebaut wird. Wählt eine Holzfällerhütte an und drückt die Schaltfläche für Ausbauen direkt über dem Gebäude. Ein neuer Siedler kommt aus dem Lagerhaus, baut das Gebäude aus und nimmt dort anschließend seine Arbeit auf. Folgen wir ihm, bis das Gebäude ausgebaut wurde. Jawohl! Ei! Sofort! Jawohl! Ei! Sofort! Rohstoffgebäude können ihre Rohstoffe nun mit einem Handkarren schneller transportieren. Produktionsgebäude wie die Metzgerei produzieren schneller, wenn dort mehrere Leute arbeiten. Wir haben nun alle Grundlagen für unsere Siedlung gelegt. Doch bevor wir weitermachen, müssen wir genug Nahrung produzieren. Öffnet die Nahrungsübersicht am oberen Bildschirmrand. Die Nahrungsübersicht zeigt die Menge der Nahrungsrohstoffe in eurem Lagerhaus sowie die Menge der Nahrungsgüter in euren Stadtgebäuden an. So könnt ihr sehen, ob ihr genügend Rohstoffe abbaut und genug Nahrung herstellt. Schließt die Übersicht, indem ihr abermals... Wir sollten weitere Jägerhütten und Metzgereien bauen, um genug Würste herzustellen.
Beweg den Mauszeiger über eine Metzgerei, um zu sehen, wie viele Würste dort verfügbar sind. Schon unterwegs. Sofort. Jawohl. Befehl verstanden. Jawohl. Unsere Siedler sammeln Holz und produzieren Nahrung. Die Grundlagen sind gelegt. Jetzt können wir dafür sorgen, die Siedlung vor Banditen zu schützen. Der nächste Schritt: öffnet die Titelübersicht, indem ihr die hervorgehobene Schaltfläche neben der Übersichtskarte anwählt. Die Titelübersicht zeigt die Bedingungen an, die erfüllt sein müssen, um einem Ritter einen höheren Titel zu verleihen. Ihr könnt das Menü schließen, indem ihr abermals die Schaltfläche anwählt. Lady Alandra, euer Aufstieg in den Rang eines Landvogts ist ein wichtiger Schritt, um diese Lande sicherer zu machen. Alandra, ich schicke euch eine Fuhre Stein, um damit eure Burg auszubauen. Alandra, ich bringe schlechte Nachrichten. Banditen blockieren unsere Steinlieferung. Nun ist es an euch. Nehmt Territorien ein und baut dort Steinvorkommen ab. Helft dabei, die Siedler zu schützen. Um Stein abzubauen, benötigen wir einen Steinbruch. Ein solcher befindet sich im Territorium Westwood Curve. Bitte schickt mich rasch dorthin. Banditen haben einen Karren erbeutet. Sofort. Alles klar.
Um Zugang zum Steinbruch zu erhalten, müssen wir dieses Territorium erobern. Bitte wählt die Schaltfläche Außenposten an und platziert den Außenposten im Territorium, um es einzunehmen. Ein Arbeiter wird sich vom Lagerhaus aus auf den Weg machen und den Außenposten errichten. Sobald der Bau abgeschlossen ist, gehört das Territorium uns. Wir haben ein Territorium eingenommen. Der Außenposten wurde errichtet und das Territorium gehört nun uns. Nun können wir zwei Steinmetzhütten bei einem Steinbruch errichten, um dort Stein abzubauen. Ihr könnt übrigens Gebäude drehen, bevor ihr sie platziert. Wir sollten einen Pfad von der Steinmetzhütte zum Marktplatz bauen. Klickt auf die Schaltfläche Pfad anlegen und bestimmt dann den Start und den Endpunkt des Pfades. Ausgezeichnet! Die Steinmetzhütten sind errichtet. Die Steinmetze können mit der Arbeit beginnen. Jetzt, da wir über mehr Siedler verfügen, benötigen wir auch mehr Nahrung. Die Banditen machen es mir unmöglich, euch die Kleidung zu schicken, die eure Siedler benötigen, Alandra. Ihr solltet befehlen, zwei Gerbereien zu errichten, damit eure Siedler sich ihre Lederkleidung selbst anfertigen können. Die Schneider sind bereit. Sobald sie genügend Kleidung produziert haben, steht ihr kurz vor der Beförderung zum Landvogt von Westholm, Alandra.
Ihr könnt die Kamera drehen, um euch umzusehen. Versucht es und schaltet dann wieder in den ursprünglichen Kamerawinkel zurück. Wir besitzen jetzt genug Stein. Wählt die Burg an und baut sie aus. Sobald ihr den Befehl dazu gegeben habt, werden die Siedler erscheinen, um ihn auszuführen. Die Burg sieht beeindruckend aus, Euer Majestät. Wir machen gute Fortschritte. Nur um euch besser dienen zu können, ersehne ich einen höheren Titel. Gut gemacht, Alandra. Noch benötigen die Siedler keine Kleidung, doch sobald ihr Landvogt von Westholm seid, werden sie danach verlangen. Ich erfülle treu meine Pflichten und werde meinen Lohn erhalten, wenn nicht in diesem Leben, so im nächsten. Schon unterwegs. Sofort. Mit meinem neuen Titel werde ich euch und dem Himmel dienen. Ich beglückwünsche euch zu eurem neuen Titel, Alandra, Landvogt von Westholm. Einige königliche Truppen sind von einer Patrouille zurückgekehrt. Ich werde sie sofort zu euch schicken. Banditen greifen unsere Siedlung an. Alles klar. Diese törichten Banditen haben keine Chance, gegen unsere Truppen zu bestehen. Zum Angriff! Ganz die Banditenlager wurden zerstört. Nun stellen sie für die Siedler und Händler keine Gefahr mehr dar. Euer Majestät, mit ruhiger Hand haben wir diese Herausforderung glänzend bestanden. Ihr hattet natürlich Hilfe.